Hallo, auch von mir. Mein Name ist Julia Epp, ich mache meine Promotion am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Ich habe ein bisschen geschummelt, ich habe erst Politik studiert und dann naturwissenschaftlichen Master gemacht im Bereich Energie- und Ressourcenmanagement. Und ich arbeite im größten Projekt zur Energiewende und werde euch jetzt einen Schnelldurchlauf geben, wie die Energiewende funktioniert. Ich mache meine Promotion, aber wenn es damit nicht klappt, dann eröffne ich einen Handy-Reparaturladen, weil Dr. Epp ist einfach ein super Name. Und ja. Also, was ich auch ganz gerne mal mit den Fördermittelgeber sagen wollen würde, ist, es für alles gibt es eine App. Das ist eigentlich auch ein super Wahlslogan für meine Promotion. Ja, also jetzt nochmal Schnelldurchlauf zur Energiewende. Ich arbeite in der Schnittstelle zwischen Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften und die Naturwissenschaften, denke mal, sie sind so die coolen Chemiker, die irgendwas entwickeln, aber man weiß, dass nicht alles, was die Techniker entwickeln in der Energiewende, so eine super tolle Idee ist. Atomenergie war mal eine Zeit lang eine gute Idee, aber hätte man vielleicht auch noch mal ein bisschen stärker nachdenken sollen, was eigentlich die Konsequenzen sind. Und die Naturwissenschaftler, die denken dann immer, dass wir total begeistert sind von dem, was sie machen, aber wenn man einmal kurz nachdenkt, es ist eigentlich extrem wichtig, dass Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften zusammenarbeiten, denn man kann sich zum Beispiel überlegen, woran liegt das, dass wir zum Beispiel die Verkehrswende nicht schaffen. Das hat eigentlich sehr wenig damit zu tun, dass wir keine technischen Optionen haben, weil wenn man kurz drüber nachdenkt, dass in Städten Autos 23 Stunden am Tag stehen, weiß, dass das kein technisches Problem ist, sondern einfach eine Routine, die wir uns angewöhnt haben. So, Energiewende, was war das nochmal? Mir wurde gesagt, dass das manchmal ein bisschen komplex ist und nicht mehr jeder weiß. Wir wollen links mit den fossilen und den nuklearen Energien aufhören, rechts erneuerbare Energien ausbauen. Links ist schlecht, rechts ist gut. Also wir wollen erneuerbare Energien ausbauen. Wie kommen wir denn damit voran? Jetzt ist es so, dass wir im Stromsektor schon gar nicht so schlecht sind. Das heißt, wir haben es eigentlich in Deutschland schon geschafft, ganz gut erneuerbare Energien, Solar- und Windenergie auszubauen, auch Biomasseanlagen. Aber es gibt noch andere Sektoren, zum Beispiel den Verkehr und die Wärme, wo wir eigentlich noch fast gar nicht vorangekommen sind. Das führt dann da eigentlich dazu, dass viele denken, boah, krass, wir haben schon voll viele erneuerbare Energien, aber Deutschland ist eigentlich noch sehr gering erneuerbar. Und ich beschäftige mich in meiner Promotion mit der dritten Phase der Energiewende. Das ist so ein idealtypisches Bild, wie die Energiewende ungefähr ablaufen kann. Das heißt, wenn euch jemand fragt, wie funktioniert die Energiewende, könnt ihr euch da eigentlich ganz gut orientieren. Die erste Phase ist, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben wird. Man sagt, das ist in Deutschland jetzt auch schon abgeschlossen. Wir haben Solarenergie ausgebaut und Windenergie. Wir haben das marktfähig gemacht. Wir müssen das noch weitermachen. Aber wir haben es jetzt geschafft, dass zumindest die erneuerbaren Energien auch mit den fossilen Energien konkurrieren können. Und wir sind jetzt eigentlich in der zweiten Phase angekommen, die heißt Systemintegration. Das heißt, wir versuchen jetzt die erneuerbaren Energien in den Verkehr und in den Wärmebereich reinzubekommen. Und da kommen noch richtige dicke Brocken auf uns zu, denn wer mal kurz schaut, wie er zu Hause heizt jetzt in den Wintermonaten, der weiß, dass er das eigentlich in der Regel nicht mit erneuerbaren Energien macht. Und ich arbeite in der nächsten Phase der Energiewende, die heißt synthetische Kraftstoffe oder Power to X. Das erkläre ich euch auch gleich mal, was das bedeutet. Und in der letzten Phase schafft man das dann, diese Power to X-Technologie mit erneuerbaren Energien zu machen. Und dann haben wir im Prinzip die Welt gerettet. Ja, ist wirklich so einfach. Neben meinem coolen Doktornamen habe ich auch noch ein cooles Forschungsprojekt, Power to X. Hört sich erstmal mega cool an, so ein bisschen wie Batman, Power to X. Und die Forschung war da auch so ein bisschen faul, würde ich behaupten, weil man kann es wirklich wortwörtlich übersetzen. Wir haben erneuerbaren Strom und damit machen wir irgendwas anderes. X ist wie Mathe. Wir wussten nicht als Wissenschaftler, wie wir das zusammenfassen sollen, also haben wir einfach mal X hingeschrieben. Und dann denkt man immer erstmal, das ist so einfach, was ich mache, aber das mache ich eigentlich wirklich. Also ich beschäftige mich damit, wie man durch Elektrolyseverfahren, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien andere synthetische Kraftstoffe herstellen kann und wo man die dann anwendet. Das ist eine super spannende Phase, die schon seit Jahren beforscht ist in Deutschland, die jetzt aber nochmal richtig an Fahrt gewinnt. Und man kann damit ziemlich coole Sachen machen. Ich erkläre euch jetzt kurz im Schnelldurchlauf, wie das funktioniert und warum das die coolste Phase der Energiewende ist. Das grundlegende System, wie Power-to-X-Technologien eigentlich funktionieren, ist wie gesagt die Elektrolyse. Das habt ihr auch alle schon in der Schule gelernt, deswegen muss ich es ja nicht im Detail erklären. Aber im Prinzip funktioniert das so, dass man erneuerbare Energie nutzt, damit Wassermoleküle spaltet und dann hat man Sauerstoff und Wasserstoff, also die Grund,
Moleküle des Wassers. Und mit diesem, wenn man das mit erneuerbaren Energien macht, kann man damit im Prinzip erneuerbares Gas herstellen. Und mit diesem erneuerbaren Gas kann man dann ziemlich viele coole Sachen machen. Warum machen wir das nicht überall? Ah, das habe ich vergessen. Man kann auch erneuerbares Gas so herstellen, aber das ist relativ schwierig aufzufangen. Ja, der Witz hat jetzt nicht so gut funktioniert. Habe ich vergessen, dass der kommt. Aber egal. Ich habe ja auch schon gehört, dass Tiere sehr gut sind in jedem Slam. Jetzt wieder zurück zur Wissenschaft. Also, warum sind Power-to-X-Technologien so cool? Wenn wir ganz, ganz, ganz viel Windenergie haben und die zum Beispiel abregeln müssten, weil wir die nirgendwo hin transportieren können, können wir damit erneuerbares Gas herstellen. Und wenn wir noch CO2 hinfügen, dann haben wir Methan und das können wir dann zum Beispiel sogar schon unser jetziges Erdgas-Infrastrukturnetz einbauen. Das ist ziemlich cool, weil mit erneuerbarem Gas könnten wir zum Beispiel auch heizen. Wir können damit aber auch andere synthetische Kraftstoffe herstellen, zum Beispiel Ammoniak. Mit Ammoniak könnte das, was vorher schon gesagt wurde, wir fliegen, machen eine CO2-Kompensation, das ist eine Zwischenlösung, wir reduzieren Flüge, aber langfristig können wir sogar schaffen, damit erneuerbare Treibstoffe für den Flugverkehr herzustellen. Damit können wir im Prinzip CO2-neutral fliegen und auch Güter hertransportieren. Und, was auch ganz viele vergessen in der Energiewende, es gibt noch einen riesigen chemischen Sektor. Also ihr habt ganz viele Produkte aus der Pharmazie, die alle mit Wasserstoff hergestellt werden und dafür brauchen wir auch erneuerbare Energien. Power-to-X-Technologien können das alles schon, aber warum wird das noch nicht überall gemacht? Das ist zum Beispiel eine Beispielrechnung, was das Problem ist. Man kann auch Power-to-X-Technologien für den Verbrennungsmotor verwenden, Methanol, aber man verliert bei der Produktion von Power-to-X-Stoffen die Hälfte der Energie. Das heißt, oder noch mehr. Also im batterieelektrischen Auto kommen 69% der erneuerbaren Energien an, aber beim Methanolauto zum Beispiel nur, oder im Brennstoffzellenauto nur 26%. Das ist ein riesiges Problem und heißt im Umkehrschluss, wir brauchen viel, viel mehr erneuerbare Energien, wenn wir Power-to-X-Technologien verwenden wollen. Daher müssen wir uns überlegen, wofür brauchen wir die, wo gibt es keine Alternativen. So, wer jetzt in letzter Zeit aufgepasst hat und fleißig Tagesschau gesehen hat, der hat gesehen, dass diese vier Taskforce-Herren unserer Bundesregierung sich sehr stark für die Energiewende eingesetzt haben. Das war nämlich erst am 5. November. Und sie haben die nationale Strategie zum Thema Wasserstoff verkündet. Und jetzt ist die Frage, was macht neben dem klugen Scheuer und dem lieben Herr Altmaier eigentlich der Gerd Müller dort, der Minister für Entwicklungsarbeit? Das ist dieser Herr. Die Idee ist nämlich, die wir jetzt in unserer Energiewendeforschung haben, dass wir zu anderen Ländern hingehen und sagen, hey, produziert ihr doch mal Power-to-X-Stoffe für uns, ihr habt viel Fläche, ihr habt viele erneuerbare Energien und hier in Deutschland protestieren die Leute schon gegen Windenergie, macht doch's doch mal. Das ist im Prinzip der aktuelle Diskurs, da hat auch schon mal der Weltenergierat ausgerechnet, wer könnte das denn so grundsätzlich machen. Saudi-Arabien hat ja dann auch irgendwann kein Mal Öl mehr, was sie an uns verkaufen können und deswegen schlagen wir den im Prinzip vor, hey, ich will dein Öl nicht mehr, Saudi-Arabien ist traurig, dann sagen wir, mach doch Power-to-X für uns, dann sind die glücklich. Auf dieser Basis sind wir wirklich im aktuellen wissenschaftlichen Stand. Wir erhoffen uns, dass das genauso funktioniert. Ja. Und wir sind auch noch nicht viel weiter gekommen. Die Forschung ist zum Beispiel noch nicht mal zu dem Punkt gekommen, dass vielleicht Saudi-Arabien gar nicht genug Wasser hat, um Power-to-X-Stoffe herzustellen. Aber deswegen mache ich diesen Slam ganz gerne, weil diese nächsten Schritte, die dann auch kommen, so krasse Auswirkungen haben, dass die Leute eigentlich mehr darüber diskutieren müssten, wie die nächsten Phasen der Energiewende eigentlich noch aussehen. Ja, jetzt habe ich keine Lösung für euch, ich habe nur den aktuellen wissenschaftlichen Stand. Ihr solltet euch einbringen und überlegen, was bedeutet das, wenn die vier Herren der Bundesregierung sich irgendwo hinsetzen und sagen, wir machen Wasserstoff. Im schlimmsten Fall schaffen wir es mit der Energiewende nicht. Ich werde immer wieder gefragt, ob das nicht deprimierend ist, weil da kommen echt noch ziemliche Hammerbrocken für uns auf. Dafür habe ich dann die Lösung, wir können Weinregion werden in Deutschland. Im schlimmsten Fall müssen wir uns das schön trinken, weil es sind echt noch krasse Sachen, die kommen und entsprechend sage ich, ja, so ist es dann mit der Energiewende.